Es ist Samstagabend. Markus steht entspannt an der Bar und genießt sein Bier. Die Musik ist auch super und Markus ist sehr zufrieden. Wenn jetzt noch seine Freundin ein bisschen näher bei ihm wäre. Nur, die tanzt schon seit einer halben Stunde mit einem gemeinsamen Freund auf der Tanzfläche. Naja, immerhin scheint sie richtig Freude zu haben. Am nächsten Morgen findet Markus auf dem Küchentisch einen Umschlag. Aufgeregt öffnet er ihn. Oh Schreck! Ein Gutschein für einen Tanzkurs. Das hat mir gerade noch gefehlt, denkt sich Markus. Er hat nicht gerade die besten Erinnerungen an seinen letzten Tanzkurs. Viel zu viele Tänze, die er nach kurzer Zeit vergessen hatte. Damals hatte er das unangenehme Gefühl, die ganze Gruppe aufzuhalten. Was, wenn Nicole ungeduldig mit mir wird? Und so aussehen will ich auch nicht, denkt sich Markus. Aber er will Nicole eine Freude machen und gerne mehr Zeit mit ihr verbringen. Das kommt im Alltag doch manchmal zu kurz. Also gibt er der Sache nochmal eine Chance und lässt sich mitschleifen. Und dann kommt die große Überraschung. Bereits nach der ersten Stunde steht für Markus fest, in einigen Tanzschulen hat sich eine Menge getan seit seinem letzten Tanzkurs. Das ist ja richtig lässige Musik, entfährt es ihm. Die Schritte sind einfach und schnell anzuwenden. Nicole ist richtig stolz auf Markus. Ein tolles Erfolgserlebnis. Markus und Nicole haben so viel Spaß zusammen wie lange nicht mehr. Schon nach wenigen Monaten haben beide das Zeug dazu, sich auf jeder Party zu ihrer Lieblingsmusik zu bewegen und sehen richtig gut dabei aus. Markus geht jetzt regelmäßig tanzen. Hier macht seine Freundin endlich einmal ohne Diskussion, was er will. Die sportlichen Tanzshows und Turniere im Fernsehen können sich beide jetzt ganz entspannt ansehen. Denn Nicole und er haben Tanzen anders kennengelernt. Bei der nächsten Feier sind die beiden eins der ersten Paare auf der Tanzfläche. Wer hätte das gedacht? Markus auf jeden Fall nicht. Hätte er vorher gewusst, dass Tanzen auch so sein kann, hätte er schon viel früher damit angefangen.